Ja, das ist Elektro-Brasilien. Ja, das ist Rio-Klima. Aber bin ich trotzdem auch ein bisschen traurig, weil kann ich nicht zu Karneval fahren nach Rio? Ja, geht ihm nicht, weil Anfang März haben wir schon Meisterfeier bei FC Bayern. Schon wieder Meister. Und dann gibt's von dem Verein ein neues Trikot mit 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Und zwar ohne Dschungelprüfung. Ja, aber wir haben auch nicht Dr. Bob. Wir haben bei FC Bayern Dr. Pep. Ja, und ich habe mein Urwald immer dabei. Ja. Ah. Hallo liebe Fans, ich bin Danchi Bonfim Costa Santos. Ich bin hier gerade bei Lauftraining mit Mario Gozzino und mit Mandzukic, aber Mandzukic hat schon wieder keinen Bock mehr für Training. Ja, wir haben 2-0 gewonnen gegen Gladbach. Wir sind vorne in der Tabelle an Spitze, aber es ist sehr, sehr kalt hier. Ah, ist vorne in der Tabelle alleine sehr frostig. Komm, gehen wir an Ort, wo es mehr bessere Temperatur. Komm. Ja, hier ist es schön viel warm. Hier ist es viel warm drin. Ja, das war früher von dem Vormieter die Sauna. Aber jetzt wieder. Ich lebe hier drin. Das ist in meinem Wohnzimmer. Ja, da ist schön im Ofen. Das ist der erste Ofen in meiner Karriere. Und hier ist schön für Holz zum Gemütlich. Und letzte Woche. Ja, wir hatten Mannschaftsabend hier drin mit Alemann, Vorstand, Geschäftsstelle und 200 Fans. Ja, war ein bisschen eng hier drin, aber egal. Guck hier, Temperatur in meinem Wohnzimmer 60 Grad. Ja, aber ist immer noch ein bisschen fröstelig. So ist es noch ein viel besser, schöner warm. Ja, schöne dicke Polster von über 50 Punkten in der Tabelle. Ja, und dazu eine Glühkalpirinha. Moment. Trinke ich auf Geburtstag von Stefan Kießling. Ja, aber war Phantomgeburtstag. Hat wegen Niederlage gar nicht gefeiert. Ja, aber Danchi gibt auch viel Kompliment für das Club aus Nürnberg zu der ersten Sieg in die eigene Stadion. Ja, 4-0 gegen Hoffe gemein. Aber das ist ihm lustig. Kaum ist Tim Wiese weg, fängt dem Castells nicht eine einzige Ball. Ja, das ist ihm blöd gelaufen. Ah, aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht von die Verein Borussia Dortmund. Die haben in den letzten Spielen so viele Punkte geholt wie Mola Alababisi bei der Dschungelprüfung. Jürgen Klopp, der Trainer, soll am Samstag ins Stadion gerufen haben: Ich bin ein Star-Trainer, hol mich hier raus! Ich hoffe, der Clip hat euch gefallen. Wenn ja, dann auf jeden Fall liken oder Kommentare drunter schreiben. Und nur, dass ihr es mal wisst, wir drehen nicht immer in Paris, in New York und in Rio, sondern diese Sauna steht, schau mal hier, ich zeige es euch, in einem stinknormalen Keller. Ne? Ja, sieht schön scheiße aus. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Dafür ist aber das Holz hier aus brasilianischem Regenwald. Also auf jeden Fall biologisch abbaubar. Wenn ihr Bock habt, weitere Clips zu schauen, dann tut es. Hier zum Beispiel der Dante-Clip da oben in der Ecke, der ist auch richtig geil. Oder der Clip da unten. Also nicht hier der Ofen, sondern den Clip schauen. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. So, Männer, ihr könnt die Sauna jetzt abbauen. Wir sind fertig.